Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mario Kart. Einen Tag danach, also dazwischen kann man so sagen, ja, wir fahren heute mit einem Tag pausiert weiter im 150 Kubik Cup. Und zuletzt sind wir ja mit dem Lakito gefahren, jetzt würde ich mal wieder Luigi ausprobieren. Einfach ausprobieren, genau, Luigi. Und wir haben natürlich ein neues Fahrzeugteil, das ist, und was ist es? Es ist das Crossbike. Was er so aussieht wie ein Offroad-Quad-Cross-Bike. Fast, finde ich. Könnte auch ein Cross-Quad-Bike sein, ja. Aber wie ich bleibe weiterhin hier bei dem Gestell, bei der Karosserie und nimm das. Und Standard-Fluggleiter. So, zuletzt haben wir ja den Pilz-Cup gut absolviert. Und heute geht's weiter mit dem Blumencup. Ja, zum dritten Mal in Folge. Und wieder einmal der weiße Ladebildschirm erst. Weiß mit grauer, hellgrauer, 50% graustufiger Schrift im Hintergrund einer 100%igen schwarzen Struktur der Symbolik von Charakteren und Schrift von Mario Kart im Vordergrund. Ja. Willkommen zurück zum Blumencup in Marios Piste, auf Marios Piste bei 150 Kubik. 150 Kubik mit drei Pilzen. So, ein bisschen lauter. So, schon besser. 3, 2 und 1 und... Yay! Oh, vorne ist Mario und Daisy auf Platz 2. So, er hat schon mal nur eine Münze und ich habe auch nur eine Münze, aber das ist auch egal. Trifft sich zumindest gut. Nein. Glück gehabt, Mario hat's erwischt. Hab schon vermutet, dass es uns trifft. Aber wir sind doch nur Luigi G. So. Weil Luigi hat nämlich für sich genommen. So, nämlich eine höhere Endgeschwindigkeit. Womit die uns nicht so schnell so nachkommen könnten. Dünn, glaube ich zumindest. Und das war ein toller Fahrtstil. Fahr einfach mal an der Rampe vorbei, es könnte sich als nützlich erweisen, dass du da dran vorbeifährst, na klar. Und schön in den Goomba rein, da soll es wohl so sein. Ja, schön. Aber wir haben ein bisschen Vorsprung. Aber das hatten wir in dem vorigen Grand Prix auch schon und dann haben wir am Ende noch total versagt, weil uns alles abgeschossen hat, was Reifen hatte und Arme und was weiß ich noch. Einen guten, schlechten Willen. So. Aber nun weiter hier auf der Strecke. Wir sind in der zweiten Runde und bisher sieht es ganz rosig aus. Noch. So, jetzt kriege ich auch mal hier die. Wow. Nicht in die. Nee, alter Schwede. Luigi. Der wollte hoch hinaus, aber wir sind ja auch in der dritten Runde. So. Und ein Blitz, der uns mal wieder klein macht. Aber ich sammle mir wieder die Münzen ein. Schön sind wir. Schön, dass wir so klein sind. Da konnte ich gut an der Bananenschale vorbeifahren. Und genauso gut kriege ich jetzt wieder Panzer rein. Mann. Ja, das geschieht recht. What the? Nix da. Ich sag hier einen Fehler und dann ist man sowas von hier am Stissel. So. Ich nehme den Powerpilz hier mit. Der kann uns nur helfen. Eine Münze. Und jetzt. Let's do this. Luigi, flieg, wie du noch nie mit dem Gleiter geflogen bist. Nämlich ins Ziel auf Platz 1. Ach, welche Überraschung. Lemmy ist auf Platz 2. Das ist die neue Reihenfolge der Platz 2. Auf Platz 2 meinte ich natürlich. Meine Güte, da kam aber eine kleine Überraschung auf, muss ich sagen. Hab nicht mitgerechnet. So, aber wir werden sehen, was im nächsten Rennen sein wird. Und das war wieder so ein Mario Kart-Moment. Da war wieder alles auf der Kippe. Da hätte noch alles scheitern können. Einfach nur, weil Mario Kart. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, aber wir beruhigen uns wieder im schwarz-weißen, grauen Ladebildschirm. Und sofort geht's weiter mit dem Blumenkampf Tonshafen-Start auf 150 Kubik. Schwierigkeitsstufe 3. Sind da alle dabei. Und die Möwen fliegen wieder zu ihr. Ja, let's do this. Erneut in Totshafen bei 3, 2, 1. Und wieso habe ich einen Fehlstart hingelegt? Oh nein.
Das kann jetzt böse enden. Oh, und da kriege ich natürlich auch die Rampe nicht. Und nimm das, Larry, Iggy, Luri, Babubba. Ich habe gerade keine Ahnung. Daisy, Daisy, tue das nicht, sonst bin ich böse. So. Und dann fahre ich außen an der Wand entlang, weil ich das so kann. Und krieg einen Blitz so dann ins Getriebe ran. Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Und hüpfen. Yay. Yeah. Und. Und rechts herum, Luigi. Die Power of Joy. Und hier entlang. So, ich war ein bisschen konzentrierter, weil ich will ja natürlich hier nicht versagen. Wäre zwar im Grunde nicht ganz so schlimm, aber wenn man im letzten Rennen nochmal alles raushauen muss, das ist echt ein Druck, den ich mir nicht auflasten möchte. Wollte ich nur mal so am Rande bemerken, wo wir ja auch gerade fast über den Rand fahren. Luigi, du bist echt toll. Du bist ein genialer Fahrer. Nicht, dass ich dich gerade gelenkt habe. So, aber wir haben einen kleinen Vorsprung, aber das heißt ja nichts. Das haben wir jetzt schon im letzten Grand Prix gesehen und hier im vorigen Rennen ja auch. So, ups. So, wir nähern uns der Start- und Zielgerade, die uns jetzt einläuten wird in die Runde Nummer 3. So, fahren wir nochmal denselben Weg. Ich hoffe, jetzt geht alles gut und wir werden nicht abgeschossen oder irgendwelche anderen Genossen haben so Possen und Bananenschalen und gegossen. Bla 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 bla. Ja klar, jetzt kommt der Flugpanzer. Aber das ist mir noch egal, denn ich sehe die anderen nicht. Und das finde ich gut und genial. So. Toy Store. Okay. Trotz Toy Store. Okay. Was kriegt man da? Mushroom Kingdom Accessoires? So. Sieht bisher ganz gut aus, aber ich höre da schon wieder einen zweiten Motor im Hintergrund. Und das ist mir auch egal. Richtig, Luigi. Luigi ist auf Nummer 1. Auf Platz 1. Luigi ist Nummer 1. Ja. Und was sagt die Endtabelle? Sie leitet sich jetzt ein. Meine Güte, hat es gerade lang gedauert. Ja, wir sind auf Platz 1 mit 30 Punkten. Lemmy auf Platz 2 mit 24 Punkten. Mario und Daisy gleich auf mit 19 Punkten auf Platz 3. Baby Luigi auf Platz 5 mit 14 Punkten. Baby Daisy, nee, Peach. Diese Prinzessinnen und ihre kleinen Krönchen und Schnuller in dem Mund, die machen mich bekloppt. Platz 6 geht an Peach mit Baby Peach natürlich mit 13 Punkten, meine Güte. Iggy und Shy Guy teilen sich Platz 7 mit jeweils 11 Punkten. Auf Platz 9 ist damit Todd mit 3 Punkten. Baby Marius auf Platz 10, gleich auf mit Baby Rosalina. Beide haben 6 Punkte und letzter ist der Lamalüle Lamele Larry mit 2 Punkten. Wie 2 Zähnchen, 2 Augen, 2 Nasenlöcher und was alles noch so in 1, 2 gezählt wird. Ja. Machen wir uns auf zum nächsten Grand Prix. Natürlich, wir schmeißen alles hin und lassen den Blumencup einfach Blumencup sein. Das hat uns alles nur der Ladebildschirm früher zugefügt, weil er lenkt uns so ab mit seiner ganzen penetranten Art und Weise. Und willkommen zurück zur Gruselvilla. 150 Kubik drittes Mal mit Drybones und so. Drybones. Yay. Ja. 3, 2, 1 und go! Am Anfang des Rennens habe ich gedacht, dass unsere Kontrahenten Daisy und Mario wären, aber nicht Lemmy. So kann man sich täuschen. So, dass er auch einen Powerpilz hatte. Alter, der Koopaling hat ja eine Abkürzung genommen. Und alle haben irgendwie einen Powerpilz, aber wir kriegen eine prachtvolle Münze. Wow, das ist so unglaublich und auch nutzlos. Das ist so nutzlos, nutzlos, nutzlos. Aber wir sind jetzt auf Platz 1, yay. Dank dem roten Panzer und dem geschickten Abwerfen von Lemmy. So, und einmal durch die Lüfte. Oha, 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 oha. So, das ging ein bisschen hoch hinaus, das muss ich ja schon sagen. So,
Ah, ich wollte Daisy gerade abwerfen, aber ich bewahre mir lieber den Panzer hinten auf, bevor wir wieder nur Münzen kriegen. Wollte ich nochmal bemerken, falls sich jemand fragt, warum ich immer die Items hinten halte, statt mir neue zu nehmen. In der Regel bekommt man viel zu oft eine Münze. Zumindest bei Mario Kart 8. Und da ich natürlich Winter wieder vom Blitz getroffen werden, aber das macht nichts. Wir haben eine gute Position, eine Lage. Hier sehe ich nämlich schon. Direkt wieder eine Münze. Die Münzen bringen uns doch gar nichts. Die sind so fast überflüssig. Ja, überholt uns alle. Das ist doch super. Das ist Mario Kart. Das ist super. Ja, der Flugpanzer gefällt mir übrigens ganz gut. Hilft mir aber gerade nie. Alter, genau in meine Driftstrecke. Mann, Lemmy, lass das. So, kostenlosen Pilzen hat sich natürlich nicht rumliegen. So, oha, 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 das gefällt mir gerade gar nicht. Schmerf doch den blöden Panzer jetzt weg, sonst krieg ich den nachher nochmal rein. Ich hilfte viel zu schnell, das ist doch viel zu dumm. Wie kann das sein? Das ist aber genau das, was ich letztes Mal angesprochen habe. Was soll ich denn jetzt bitte mit der Bombe? Ja, mich verdriften, super. Und wir sind auf Platz 5 und dann kann ich die Kurven nicht mehr nehmen. Ja, super, wir sind auf Platz 6. Wie weit können wir nach hinten noch fallen? Keine Items, die ich kriege, das ist blöde. So, dann hier halt. Ja, natürlich haben die auch einen Powerpilz, das ist natürlich klar, das ist doch... Yeah, 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 yeah. Komm, Mario, yes, yes, yeah. Woo, yeah, yeah, yeah. Das ist Luigi, das ist ein geskillter Fahrstil. Hm. Oh yeah. Was soll ich dazu sagen? Meine Euphorie ist gerade. Ich habe gedacht, oh ja, jetzt müssen wir uns wieder mit dem dritten Platz begnügen. Hab gesehen, Lemmy rutscht, aber ich fahre vorbei und da bin ich noch schneller als Mario auf den letzten paar Metern. Das war spannend. Das war wow. Ich habe mich selbst beeindruckt. Ich habe mich selbst beeindruckt. Ja, so ein bisschen zumindest. Bisschen auch nicht. Wir sind damit auf Platz 1, weiterhin mit vollen 45 Punkten, die wir bisher erreichen konnten. Lemmy auf Platz 2 mit 32 Punkten, auf Platz 3 ist Mario mit 31 Punkten, Daisy ist auf Platz 4 mit 29 Punkten, Baby Luigi ist auf Platz 5 mit 21 Punkten, Baby Peach ist mit 16 Punkten auf Platz 6, Baby Mario und Iggy sind jetzt gleich auf beide mit 15 Punkten auf Platz 7, Shy Guy mit 12 Punkten auf Platz 9, Baby Rosalina und Todd mit 11 Punkten beide auf Platz 10 und weiterhin ist Larry der Loser, Lama, Larry, Loom... Auf Doom immer noch auf dem letzten Platz, hat aber keine 2 Punkte mehr, sondern jetzt 8 Punkte. Ja, ja, weiter geht's mit dem nächsten Grand Prix. Ich hoffe, der wird nicht wieder so knifflig und spannend. Aber nichts übertrifft diesen unglaublichen Ladebildschirm. Nichts, absolut gar nichts. Wenn du meinst, es ist langweilig, guck dir diesen Ladebildschirm an, dann weißt du, was abgeht. Hör mal, da ist Action drin, aber egal. Wir sind wieder bei den Shy Guy Wasserfällen. Happo, 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 150 Kopik, happo, happo. Und der letzte Kurs. Im Blumenkamp meine ich. So. 3, 2, 1 und let it do it. Okay, Mario hat natürlich den Ultra Hammer Boost. Ja, klar. Und was kriege ich? Eine Bananenschale ist schon besser als eine doofe Münze. Denn damit kann ich wenigstens noch etwas abwehren. Das macht immerhin Sinn. So. Und bitte, 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 bitte. Ah, das meine ich nämlich. Das war übrigens auch, was ich vorhin angesprochen habe. Ab 150 Kubik ist man sehr schnell. Im Sinne von, da kann schon mal passieren, dass du die Kurven nicht mehr richtig driften kannst. Bahn B, Daisy. Boah, Daisy macht mich bekloppt. Die, dieses Prinzessinnen-Gedön. Okay, okay, komm, do this. Ja, Luigi, noch weiter konntest du jetzt echt nicht werfen, oder? Komm, komm nicht schon direkt ans Ziel. Gut, dann hätte er hinten werfen müssen. Oh, Mann. Mann, Lemmy, lass das. Wieso hat er sich jetzt selbst abgeschossen? Lemmy, lass das. Mann. Okay, geh weg. Boah, dieser Koopaling. Nein, 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 lass das. Meine Güte. Das ist aber gut.
So, auf Platz 1, auf Platz 2, auf Platz 1, auf 2. Okay. Es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist gut, dass wir jetzt vorne sind, weil das ist keine schlechte Sache. Ja, das war eine tolle Begründung. Vor allem Lemmy war gerade auch weit nach vorne gerückt. Und Larry, wir sind jetzt in der letzten Runde und sollten uns jetzt nicht allzu viele Fehler erlauben. Uiuiuiuiuiuiui. Und der versucht mir immer in den Windschatten zu fahren, das gefällt mir gar nicht. Lemmy! Jesus! Ich sollte, glaube ich, prophylaktisch einfach das Item schon direkt draußen lassen. Damit man so eine kurzen Angriffe direkt abwehren kann. Nee. Och man, oh nö. Ja. Yes. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht nur die Piranha-Pflanzen reinkriege oder mich jemand von hinten überholt. Und vielleicht haben wir jetzt noch Glück und ich krieg. Yes. Yes. Und we have... Ah, Alter, nein. Mario, du Drecksack. Das Mario. Was war das für einer? Blickst du nach hinten so? Oh oh. Mann, da war Mario mit einer fleischfressenden Pflanze. Ganz schön groß. Mann. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist gut. Und wir haben nicht wenig Punkte gekriegt. Das ist auch gut. Denn wir sind jetzt mit 57 Punkten auf Platz 1. Mario damit auf Platz 2 mit 46 Punkten. Larry hat seinen Platz verloren. Und ist damit nur noch auf Platz 3 mit 42 Punkten. Auf Platz 4 ist Daisy mit 37 Punkten. Auf Platz 5 ist Baby Luigi mit 27 Punkten. Baby Rosalina und Baby Mario beide gleich auf mit 20 Punkten auf Platz 6. Iggy und Baby Peach auch beide gleich auf mit 17 Punkten auf Platz 8. Und auf Platz 10 ist Shy Guy abgerutscht mit 16 Punkten. Der andere Larry. Larry mit... das andere L mit denselben Anzahl von Buchstaben, ne? Ist jetzt auf Platz 11 mit 15 Punkten und Todd ist jetzt auf dem letzten Platz. Da hat er beim letzten Rennen wohl versagt. Hätte er wohl ein Powerpilz essen sollen. Naja, egal. Weiter geht's zu den Ergebnissen. Aber zuerst ruhen wir uns aus und freuen uns über die Action, die wir hier erlebt haben im Blumencup. Ich wollte gerade Flower Power sagen. Und im Ladebildschirm. Wow, der Ladebildschirm, der flasht mich immer vom Stuhl. Das sieht man dann nicht. Dann hat man immer so einen kleinen Lichtblitz am Horizont. Das bin dann ich. Aber egal, wir fügen nochmal zusammen. Wir sind mal wieder gefahren, was auch sonst. Ja, wir sind unter Wasser gewesen mit einem Propeller hinten am Stessel und haben versucht, jemanden abzuschießen, wurden aber dann von einer Piranha-Pflanze gebissen. Und Bananenschalen wurden uns in den Weg gelegt. Wie Stöcker zwischen die Beine. Und wir sind auf dem Kopf durchs Bild geflogen, haben Powerpilze eingesetzt und haben fast jedes Rennen gewonnen. Und hier nochmal das drastische Ende. Von da, dieser Blick. Das war doch nochmal ein spannendes Finish. Finde ich auch cool, dass das als Ziel für Fetisch genommen wurde. Foto. Szene. Kapi. Ja. Und... Du hast 650 Münzen freigeschaltet, weil du gesammelt hast und ein neues Fahrzeugteil hast du eingestützt. Was? Das steht zwar nicht da, aber macht Sinn, ne? Jede Menge Sinn. Ja, wir haben den Blumencup jetzt auch auf 150 geschafft. Das war ein bisschen brenzlig da, aber nö. Zumindest haben wir 2 Sterne, das ist schon mal besser als einer, weil ist doppelt so gut. Das ist schon mal 50% mehr. Eigentlich 100% mehr, aber egal. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Alles Weitere kommt jetzt im Endscreen. Ja, was für ein spannender Blumencup. Spannender hätte er wirklich nicht sein können. So knapp, wie wir zweimal das Rennen verloren und trotzdem gewonnen haben. Das war ja beides ziemlich dramatisch. Im letzten Kurve überholen wir noch 3 Kartfahrer und ganz knapp haben wir ja gerade noch mal gesehen. Auf der Geistervilla-Strecke haben wir gewonnen und gerade in der letzten Strecke auf den Shy Guy hat uns Mario einfach mal vom Platz 1 weggebissen, sozusagen als Revanche, würde ich mal so sehen. Ja, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde, im nächsten Grand Prix. Es ist der Blitzcup, müsste es sein, genau, müsste der Blitzcup sein, falls nicht, habe ich euch jetzt angelogen und trotzdem sehen wir uns wieder, aber unterm falschen Grand Prix. Vielen Dank fürs Zusehen, bis morgen.